Hallo Freunde, da sind wir auch schon wieder. Und jetzt geht's ab nach Riften. Wird doch langsam Zeit, oder? Genug Zeit vertrödelt auf dem Hals der Welt, Hochrodgar. Genug Zeit verplempert mit den Graubärten, mit verrückten Kultisten, mit Vampirmeistern, mit Wölfen, mit Legaten. Okay, Wölfe, Khajiit, Bären. Richtig was geboten hier unten. Ja, Riften gibt mehrere Wege, ganz klar. Einmal hier außenrum, bisschen durch die Wildnis und so weiter, doof. Hier querfeldein, auch doof. Durch den See schwimmen, sehr doof. Ich glaube, wenn wir hier ins Wasser gehen, kommen wir bis hier, dann sind wir erfroren. Wir können hier unten entlang reiten und durch das eigentliche Haupttor. Die Ställe sind auf der anderen Seite. Im Normalfall komme ich immer von dieser Seite. Ich bin noch nie von hier unten nach Riften geritten. Interessante Sache. Probieren wir mal aus. Ja, Ricke hat gemeint, wir sollen verdeckt arbeiten. Das... Okay, Wölfe, Bären, einer der Hilfe braucht. Wir ganze Armee, wir sollten den Leuten vielleicht helfen. Und wir bereiten mal das letzte Gefecht vor, denn die sind schon im Nahkampf. Der brennt. Mal schauen, ob wir den Bär auf der anderen Seite halten können. Bär down. Wolf down. Alle Wölfe down. Sehr gut, sehr gut. So, Meister, wer bist du denn? Hallo, werter Reisender. Ach Gott, den kennen wir doch. Ein fahrender Troubadour und ein wandernder Taugenichts. Ja. Zu Ihren Diensten. Taugenichts stimmt wohl. Ja, Meister, dich haben wir doch schon kennengelernt. Ja. Ganz, ganz lange Zeit ist das her. Der wandert rum und versucht, sich vom Krieg inspirieren zu lassen, um als Bade eine Hymne zu schreiben. Ja, spitze. Haben wir ein Glück, dass wir dem den Hintern gerettet haben. Oder vielmehr, er hat Glück, dass wir gerade da waren. Ein Leben voller Abenteuer und voller Lieder. Genau das Richtige. Uns nicht wahr, mein Freund? Ja, absolut. Da hast du wohl recht. Heieiei. Hätten wir das auch überstanden. Ja, als kaiserlicher Soldat ist es ja irgendwie unsere Pflicht, die Bürger zu schützen. Und außerdem macht es ein bisschen... gute Stimmung für uns, glaube ich. Was jetzt gerade in Kriegszeiten hier nicht das Schlechteste ist. Ja, ein Bär und drei Wölfe. Zugegeben, wir hatten jetzt ein bisschen Hilfe. Spinne gegen Kaninchen. Spinne gewinnt. Wer hätte es gedacht? Ragen gegen Spinne. Ragen gewinnt. Wer hätte es gedacht? Ja, hier kann man scheinbar keine 2 Meter die Straße lang reiten, ohne dass einem irgendwer auf den Keks will. Aber okay. Niemand hat gesagt, dass es leicht wird, nach Riften zu kommen. Niemand hat gesagt, die Straßen hier in Himmelsrand wären sicher. Es heißt immer nur, Ragen macht dies, Ragen macht das. Aber solange wir Befehlsempfänger sind, haben wir da keine andere Wahl. Hirsch, überleg dir das gut. Das müsste der Trampelpfad sein, der auf der Karte eingezeichnet war. Jawohl, da kommen wir wieder zur Hauptstraße. Und haben unterwegs ja nun wieder mal einen Wolf aufgegabelt. Aber wegen dem halte ich jetzt nicht extra an. Verrückte... Okay, wer mit gezogener Zweihandwaffe auf mich zurennt, hat gelitten. Schwert? Okay, das wird eng.
Da kommt jetzt ein relativ heftiger Waffenschwung. Wir sind eigentlich schon auf dem Weg nach rechts. Vielleicht können wir außerhalb der Reichweite laufen. Nein, hat wohl nicht geklappt. Oh Gott. Einmal kurz schnell speichern. Vielleicht schaffen wir es noch. Was haben wir denn noch? Gesundheit erhöhen, Regeneration. Heilung haben wir keine mehr, das ist schlecht. Wir können noch die Waffe vergiften und letztes Gefecht anschmeißen. Und dann muss es hinhauen. Was macht denn der des Heilers? Das bringt nichts. Bringt auch nichts. Okay, jetzt aber schnell. Gut. Da läuft jetzt letztes Gefecht. Wir erhalten keinen Schaden mehr für diese Zeit. Unsere Gesundheit war erhöht. Das war richtig knapp. Sollte ich mir vielleicht doch überlegen, demnächst nicht mehr auf jeden loszugehen, der glaubt, er ist stärker. Manche könnten recht haben. Ja, da gucken wir aber grimmig. Milch, halt die nicht sogar Körperkraft. Nein, erhöht nur die maximale Gesundheit. Okay. Das heißt, bis Riften jetzt ein bisschen mellow, also langsamer machen. Bisschen vorsichtiger verhalten. Nicht mehr in jeden Kampf reinhetzen. Lebt sich's vielleicht länger. Sind wir noch richtig? Jawohl. Ragen hat guten Orientierung. Sind jetzt schon wieder Kampf oder was? Spinne, Wolf. Nee, also man kann es noch übertreiben. Jemand muss mir helfen. Was? Schafft das? Schafft das nicht? Schafft das? Ihr schafft es nicht mehr, glaube ich. Zu wenig live. Er hat die Option wegzurennen. Er hatte Vorsprung, alles im, eigentlich alles im grünen Bereich. Ja, da drüben haben wir Riften. Ursprünglich mal sowas wie ein Fischerdorf, könnte man sagen. Man ist hier im See gelegen und so weiter, hat einen kleinen Hafen, alles wundervoll. Inzwischen sowas wie die Welthauptstadt der Korruption. Man hat ja schon bei unserem Briefing zum Auftrag mitbekommen, die sind alle nicht so ganz sauber dort. Was mir gerade noch ein bisschen Kopf macht, wir sollen verdeckt arbeiten. Das heißt vielleicht nicht gerade mit unserer schweren Rüstung und ja, im kaiserlichen Stil hier durch die Stadt marodieren. Sondern ein bisschen unauffälliger agieren. Haben wir denn noch Ersatzklamotten dabei? Oh ja, das hilft uns bestimmt, unerkannt zu bleiben. Ist genauso gut wie unser Helm. Wie sehen wir denn damit aus? Ah ja, passt ja super. Nee, lass mal gut sein. Ja, ansonsten sieht das mit Ersatzklamotten oder unauffälliger Rüstung relativ schlecht aus. Zurücktreten. Bitte? Wenn ihr Rifton betreten wollt, dann benutzt das Nordtor. Dieses hier ist verschlossen. Was? Warum? Mein Befehl lautet, dem Gesindel zu sagen, dass es das Nordtor benutzen soll. Das sehr ist gut. Alles. Ich bin aber kein Gesindel. Deshalb kannst du mich reinlassen, oder? Zwei Stadtwachen. Wir versuchen es erstmal friedlich. Nein. Ihr könnt das Nordtor benutzen oder ihr könnt euch auf den Weg zur nächsten Stadt machen. Okay, es ist hier nicht so weit außenrum. Bitteschön, wenn die hohen Herren das so wünschen. Wir sollen verdeckt arbeiten, keinen Aufstand machen. Zwei tote Stadtwachen am Südtor sind vielleicht ein bisschen arg auffällig. Also gut, Spuren. Keinen Aufstand machen. Keine. Jetzt könnte man Holzwurmangriff starten. Das heißt, wir müssten nur den ganzen Wald abfarmen nach Holzwürmen, 20 Jahre warten, dann ist das morsche Tor hier durch. Oder wir reiten einfach kurz zum Nordtor, das geht schneller.
Wolfsrudel voraus. Nicht so toll. Na, immerhin können wir das Nordtor kaum verfehlen. Wir müssen uns einfach immer an der Stadtmauer entlang hangeln. Und früher oder später werden wir auf das richtige Tor treffen. Ja, das ist das Tor, das ich sonst immer benutze. Mit den Ställen und allem. Immer recht friedlich hier. Also dann, Jungs, servus. Stehen bleiben. Ach nö, nicht ihr auch noch. Ehe ich euch nach Rifton lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Die was? Wofür ist diese Steuer? Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Warum fragt ihr? Weil das ein wenig, naja, sagen wir, ungewöhnlich ist. Ich töte Diebe. Ich bin gerade nicht in der besten Stimmung. Ob es jetzt zwei tote Wachen am Südtor oder am Nordtor sind, ist mir egal. Ich hätte euch für klüger gehalten. Aha. Okay. Also gut. Nicht so laut. Wollt ihr, dass uns alle hören? Ja. Ich lasse euch ja schon rein. Moment, ich öffne eben das Tor. Ja, aber bevor ich die Stadt betrete, müsstet ihr noch Schweigesteuer bezahlen, damit ich nicht rumerzähle, was für ein verdammter, bestechlicher Haufen hier in der Wache arbeitet. Schnappt sie euch! Tötet sie! Was? Was zur Hölle? Jetzt werden die Viecher hier noch richtig aggro, oder was? Also sowas habe ich auch noch nie erlebt. Oh, neue Stufe. Na schön. Wie, noch mehr? Hier. Geht auf, solange ihr noch könnt. Ey, Moment mal. Die schlachten die Imperiale ab. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so. Also das finde ich jetzt nicht okay, ganz im Ernst. Außerdem habe ich gerade irgendwie die Lust verloren, die Stadt zu betreten mit der aktuellen Ausrüstung. Iep. Uncool. Und ich stelle fest, wir sind überequipped. Die Armee ist eigentlich nicht so gut ausgestattet. Aber gut. Ja. Okay, wir dürfen die Stadt jetzt betreten. Das heißt, rein mit uns. Komm, was soll's. Also, wenn es in der Stadt hier so weitergeht, wie es angefangen hat, dann wird das richtig lustig, glaube ich. Ich bin schon wieder mit der Diebesgilde aneinander geraten. Aha. Seid vorsichtig, Mjoll. Maven Schwarzdorn hat bei der Diebesgilde großen Einfluss. Wenn sie nur einmal mit den Fingern schnippt, landet ihr womöglich im Gefängnis von Rifton. Oder Schlimmeres. Sie sind der Grund, weshalb ich hier bin. Ich kann sie nicht einfach ignorieren, Erin. Ich weiß. Ich will nur nicht, dass ihr geht. Wir müssen etwas gegen diese Vampirangriffe unternehmen. Und? Hast du eine Idee? Ich rate euch, dem Gerede der Gesichtsformerin in der zersplitterten Flasche kein Gehör zu schenken. Nach dem, was ich gehört habe, wäre Gesichtsmetzgerin wohl treffender. Okay, ihr habt hier tolle Leute. Ich sehe es schon. Ich kenne euch nicht. Sucht ihr hier in Rifton nach Ärger? Ja. Der hat auch eine schicke Rüstung. Ich bin gerade ein bisschen angefressen, muss ich sagen. Was geht es denen an? Sagt nichts, was ihr bedauern werdet. Ach ja? Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Großmaul, das sich in ihre Angelegenheiten einmischt. Ich will nichts von der Schwarzdorn-Familie und ich brauche auch keinen, der sich in meine Angelegenheiten einmischt. Leute! Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifton das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Okay, was kostet's mich, wenn du mich in Ruhe lässt? Ja, genau. Wie ihr meint. Ich bin am Hafen, wenn ihr eure Meinung ändert. Nein, bestimmt nicht. Geh mir aus dem Weg. Lass mich in Frieden. Okay,
Die drücken es einem hier vor. Habe ich eure ständigen Ausflüchte satt. Ich auch. Als ihr euch das Geld geliehen habt, wolltet ihr es rechtzeitig und den Doppelten der üblichen. Also, die drücken es einem hier regelrecht drauf, wie groß sie alle sind. Ich verhungere. Wollt wohl sehen, wie Balimund wahre Wunder mit dem Stahl vollbringt, ha? Nein, ich brauche eine unauffällige Rüstung. Was die hast du besten zu verkaufen, Waffen Freund? Und Rüstung. Okay. Schauen wir mal. Nix, nix, nix. Bah. Nee. 504. Ja, die wäre schon was, aber das kann sich ja kein Mensch leisten. Das wäre richtig gut. So ein Equipment hier aus Stahl. Bringt auch mehr als unser jetziges, fürchte ich. Aber das kann sich kein Mensch leisten. Unauffällige Lederrüstung, wenn ihr auch, weitere was ist aber leichte. Zu erledigen habt. Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet. Sag was? Mal, sind hier nur Verrückte? Bitte, was willst du? Ihr besitzt zwar Geld, habt davon aber nicht einen Septim mit ehrlicher Arbeit verdient. Das kann ich sehen. Was? Das geht dich nichts an, mein Freund. Oh, das stimmt aber nicht. Geld ist mein Geschäft. Bankier? Vielleicht hättet ihr gerne eine Kostprobe. Nein. Komm bitte zum Punkt, was willst du von mir? Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Und was müsste ich tun? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Na klar. Du machst wirklich Scherze. Tut mir leid. Ich habe normalerweise einen guten Riecher für so etwas. Kein Problem. Kommt wieder, wenn ihr eure Meinung ändern solltet. Aha. Mit der Stadtwache. Stehen die jetzt schon Schlange, um mich zu nerven, oder was? Okay. So schnell wie möglich diesen Auftrag hinter uns bringen. Ja. Okay. Die Karte hilft uns da jetzt erstmal. Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Gut, wir sollen zum Jarl. Das ist ein großes Haus. Das ist ein großes Haus, aber nicht aus Stein. Ich vermute mal, der Jarl ist hier drin. Jetzt sagen wir jetzt den Typen, den wir brauchen, einfach an den Ohren raus und dann schauen wir mal weiter. Keep ist eine Festung, ist eher was für Wachen, oder? Wenn hier das Gefängnis ist, wird es wohl nichts. Nee, das ist wahrscheinlich die Unterkunft der Wachen. Wir schauen trotzdem mal kurz rein. Haben unsere Kundschafter neue Informationen zu diesen Drachenberichten? Das ist schick. Ja, meine Dame. Bei diesem unschönen Vorfall in Helgen war, wie es scheint, ein Drache im Spiel. Er hat mehrere Soldaten getötet, bevor er davonflog. Sprecht für mich mit der Stadtwache. Sorgt dafür, dass es einen Notfallplan gibt, der eintritt, wenn Rifton angegriffen werden sollte. Da habe ich eine gute Idee. Ja, meine Dame. Ich habe mir außerdem die Freiheit genommen, eine private. Wir machen die Stadt wasserdicht und lassen sie volllaufen. Nur für den Fall. Dann wird die völlig uninteressant für die Drachen. Wenn Rifton fallen sollte, ist es nur gerecht, dass sein Anführer verschont wird. Okay, vom Jarl selbst wollten wir nichts, sondern vielmehr von... Seid ihr gekommen, um euch hämisch über den jüngsten Sohn des Jarl lustig zu machen? Weiß nicht, lohnt sich das? Anuriel. Serlund, ne, das ist ja wohl nicht. Willkommen in Rifton, Heimat der Diebesgilde. Der Harald ist es so wohl auch. Sie ist zumindest gern. Also in Wahrheit sind sie bloß Gauner und Abschaum. Entspannt euch mal, Jungs. Das ist meine letzte Warnung. Verschwindet oder bereut es. Okay. Willkommen in der Festung Nebelschleier. Ich bin Anuriel, Vogt von Jarl Leila. Also gut, aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Meister, steckt das Ding weg. Als Vogt von Rifton kann ich euch leider nur... Wenn ihr hier seid, um Korruptionsfälle... Der Jarl hat ein Fußgeld auf den Drachen ausgesetzt, der das Land terrorisiert.
Jungs, was zur Hölle? Ich kann schon euer Blut sehen. Was? Wow. Ihr seid ein Niemand. Das stimmt nicht. Ich bin ein Flüchtling. Ja, da hätten wir wohl mal besser Fricke gehört und wären ein bisschen dezenter vorgegangen. Ich würde sagen, auf den Schock muss ich jetzt erstmal einen heben. Ich suche mir gleich mal eine Taverne und dann schauen wir weiter. Wir sehen uns morgen, wenn ich eine Idee habe, wie wir da jetzt in der Stadt zurechtkommen. Bis dahin, haltet die Anstalt, Leute. Ciao.